Ich kann nicht sehen. Ich brauche eine Brille. Helf mir. So, Leute, willkommen zu einer neuen Runde One Day Chamber Challenge Time. Ja, viele haben sich wirklich das gewünscht und so. Und das Problem ist einfach, die Kack-Video-Antworten gehen nicht. Deswegen habe ich mir ein kleines Konzept überlegt, wie wir das Ganze trotzdem überbrücken wollen, weil es wollten so viele. Und ich hatte echt gesagt selber auch sehr viel Spaß an dem Projekt. Und deswegen habe ich mir gedacht, jo, dann machen wir das einfach mal. Jo, also ich erkläre euch erstmal, wie das geplant ist. Erstmal zur Challenge selber. Dank den Super Secret Settings hier gibt es einfach viele Möglichkeiten. Deswegen habe ich mir einfach die ohne Brille Challenge ausgedacht. Ja, also ganz einfach, ihr. Also quasi, ihr braucht eine Brille und sowas, aber ab keine. Und wie funktioniert das? Erstmal geht die Super Secret Settings durch, bis ihr bei diesem Verschwommenen seid. Dazu dann noch geht die Video Settings und macht nur zwei Chunks, dann seht ihr auch noch ganz kurz. Ja, an sich ist es nicht super schwer. Das Einzige, was halt schwer ist, über Distanz Leute zu erkennen. Und man sich recht lustig über die Super Secret Settings einfach richtig viel machen. Und das ist einfach richtig nice. Und ja, wie funktioniert das jetzt mit dem System? Also, erstmal wird es jetzt wie immer so sein, quasi es wird nicht mal 360 oder sowas geben, nur vielleicht bei ganz besonderen Sachen, sondern es wird immer sein, ihr müsst, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin jetzt Platz 2 mit 11 Punkten, dann müsst ihr quasi schaffen, bei einer Runde müsst ihr mindestens Platz 1 sein, quasi einen Platz besser als ich und dazu nur noch einen Kill haben, quasi 12 Kills. Wenn ich natürlich, Platz 1 bin, dann Platz 1, also geht's ja nicht besser. Ja, nice. Gefällt hatte. Ich habe getroffen. Und, oh Gott, das ist dann richtig Gemetzel. Nice. Ich finde bei Gemetzel immer sehr nice. Man kann dann immer recht leicht. Oh, Leute, da hat er mich über den Zaun getroffen. Habe ich nicht erkannt richtig. Also bei Distanz ist scheiße schwer. Und ja, das heißt quasi, ihr müsst dann immer Platz besser sein und Punkte. Ah, scheiße, hat mir jemand weggesnackt. So, aber dann räche ich mich. Oh nein, oh, der war ganz knapp. So, Na komm. Wo bist du? Nein! Oh, ich hatte einen Pfeil noch. Scheiße. Oh, ich muss aufpassen mit meinem Leben. Und ja, also ihr sendet mir dann einfach eine YouTube-Nachricht. In der YouTube-Nachricht schreibt ihr halt dann euer Video rein. Ich gucke mir das dann von jedem an. Quasi, ich gucke es mir an. Und dann entscheide ich halt erstmal, ich gucke erstmal drauf, wurden überhaupt die Bedingungen erfüllt. Quasi, wurde mit den Super Secret Settings gespielt. Hab genug Punkte, alles Mögliche. Und ja, ihr müsst es vor der Aufnahme immer zeigen. Wenn ihr es nicht zeigt, dass ihr auch diese zwei Chancen und sowas habt, beachte ich das Video nicht. Ganz einfach. Und ihr habt insgesamt. Scheiße, das hätte ich nicht schießen. Oh Gott, ey. Oh nee, komm, das hasse ich, wenn ich dann direkt wieder da spawnt. Nein! Oh! Mist. Bist du. Ach komm, du bist doch low. Ne? Ach nein! Nein! Oh, ein Leben noch. Komm schon, wo bist du? Wo seid ihr? Und ihr habt insgesamt 5 Tage quasi. Ihr könnt auf das Videodatum unten gucken. Wenn es schon länger als 5 Tage online ist, braucht ihr mir keine Nachrichten mehr zu senden. Die ignoriere ich dann wiederum. Und, ja, quasi, ich gucke mir die dann an. Gefallen mir die Videos auch so, quasi Quali und sowas gut. Kommentiere ich es, gebe auch ein Like und so. Und dann ganz am Schluss bei der nächsten Challenge Time, quasi werden jede so 1,5, 2 Wochen kommen, werde ich dann entsprechend, oh, jetzt habe ich gerade rumgebackt. Werde ich dann ein Video sagen, quasi der, wer der Beste war. Werde dann sagen, so hat er cool gemacht und so. Und werde auch sein Video dann verlinken. Und ja, das heißt dann quasi, der ist dann der Gewinner der Woche. Und dann geht es halt so weiter. Und ich denke, so kann man dann super ein ordentliches System machen. Der hat gerade gegen ihn gekämpft. Ich könnte ihn mit dem Schwert killen. Aber ne, der hat einen Pfeil. Okay. Nein, okay, da habe ich gefällt. Ich habe ihn zwar jetzt schon gegeben. Ja, nice. Nein, oh. Nein. Oh, Mist. Okay, schade. Aber ihr habt ihr dann 5 Tage Zeit, zu senden und sowas und bla bla bla. Und das ist auch alles, wie ich quasi achte auf Audio, Video, Quali, alles schön. Quasi ist so ein Gesamtpaket ein schönes. Natürlich, es kann eine super Audio-Quali haben, aber wenn sie Bedingungen gar nicht erst erfüllt hat, dann, ja, jetzt würde ich Teams ja auch schieben, hat sich das erledigt. Und ja, also das ist jetzt so eines des Problems, das ist jetzt der 4. Aufnahmeversuch. Ich habe sehr viel Pech heute. Ich habe leider wegen Schule, habe ich einfach nicht mehr so viel Zeit, einen Hammer-Runden auszuspielen mit 21 Kills im Platz 1. Deswegen fangen wir heute mal wieder, wenn wir auch mal reinsteigen, klein an. Dann kann ich am Wochenende quasi mal mich mal eine halbe Stunde, Stunde hinsetzen, nur mal eine ordentliche Runde rausspielen. Ich bin eine richtig gute, dass ihr mal eine Challenge auch habt. Und ja, also Platz 2 mit 14 Kills war das jetzt, glaube ich, sonst seht ihr es ja im Video. Das ist ganz einfach übertreffen mit den Settings und ja, wie gesagt, fangen wir einfach klein an. Und jo, deswegen, ja, also ihr habt 5 Tage Zeit und falls ihr das Format auch weiterhin wollt, würde ich mich sehr in Kommentaren und Bewertungen freuen.
Und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.